Repetitio est mater studiorum, so hat der spätantike Gelehrte Cassiodorus den Wert der Wiederholung bezeichnet. Wenn ein Thema aber letztlich schon ausdiskutiert ist oder, wie Kollegin Schaufs es gesagt hat, ein alter Hut ist, dann sind die Argumente natürlich im Prinzip auch schon ausgetauscht. Und das Thema Ausstellungsvergütung ist eins, was uns ja in der Tat heute nicht zum ersten Mal begegnet, sondern was schon vielfach hier diskutiert worden ist und mit Anträgen unterlegt worden ist. Die Argumente indessen haben sich nicht wesentlich geändert. Der Wunsch nach einer Ausstellungsvergütung für bildende Künstler scheint auf den ersten Blick ja auch durchaus berechtigt zu sein. Wieso, fragt man sich, sollten Malerinnen, Maler, Bildhauer, Fotografen und andere denn für die Ausstellung ihrer Werke keinen urheberrechtlich verbrieften Anspruch auf Vergütung erhalten? Zumal, wenn die wirtschaftliche Situation, ich glaube, darüber sind wir uns einig, von Künstlern fraglos oftmals alles andere als rosig ist. Bei eingehender Betrachtung indes bewahrheitet sich, dass das Gegenteil von gut eben oftmals nur gut gemeint ist. Denn genau wie Autoren und Musiker bei Herausgabe ihrer Texte oder Musik einen Primäranspruch oder eine direkte Vergütung erhalten, so lebt eben der bildende Künstler vom unmittelbaren Verkauf seiner Werke oder auch der Nutzung von Abbildungen seiner Werke. Auch der bildende Künstler lebt also von der Verwertung, der Nutzung seiner Werke, genau wie jeder andere Künstler auch. Was Sie mit dem unverzichtbaren Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Ausstellungsvergütung dann bezwecken, ist letztlich nichts anderes als eine Sozialleistung in einem anderen Gewand. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, Kunst gibt es nur für und durch andere. Gemeint hat er damit, dass das Kunstwerk als Kunstwerk eben nur in der Kommunikation mit seinem Betrachter existiert. Und die Gefahr ist, dass genau diese Kommunikation eingeschränkt würde, wenn es eine Ausstellungsvergütung gäbe. Es sind doch gerade die modernen zeitgenössischen Künstler, die auf ein Gezeigtwerden ihrer Werke so dringend angewiesen sind. Und das in einem Umfeld, in dem zeitgenössische Kunst für Museen leider allzu oft ein finanziell kaum mehr zu stemmendes Wagnis ist. Und insofern ist es richtig, was ja auch der Kollege Lengsfeld schon angesprochen hat, wir müssen andere Wege finden, um Museen zu unterstützen etwa. Der Deutsche Museumsbund warnt beispielsweise explizit davor, dass gerade die weniger finanzkräftigen kleineren Museen Leidtragende einer Ausstellungsvergütung sein könnten. Auch privat organisierte Kunstvereine müssten sich gut überlegen, eine Ausstellung zu organisieren. Denn meistens übernehmen sie doch bereits ohnehin die Kosten für Räumlichkeiten, Werbung und anderes. Das Risiko, nicht namhafte Künstler auszustellen, würde dann wohl niemand mehr eingehen. Letztendlich also führt eine verpflichtende Ausstellungsvergütung in vielen Fällen zu insgesamt weniger Ausstellungen lebender Künstlerinnen und Künstler. Ausstellungen sind immer auch Verkaufsförderungsmaßnahmen, unabhängig davon, ob ein Werk dann letztlich gekauft wird oder nicht. Denn das entzieht sich ja ohnehin der Vorhersehbarkeit. Gerade deshalb erscheint es doch sinnvoll, möglichst vielen Künstlerinnen und Künstlern zumindest die Chance zu eröffnen, Käufer für ihre Werke zu finden. Denn um wirklich von der eigenen Kunst leben zu können, muss ein Künstler verkaufen. Und dafür muss die Kunst präsent sein. Zumal eine Ausstellungsvergütung würde bei zeitgenössischen Künstlern, die noch keine größere Bekanntheit erlangt haben, ohnehin wahrscheinlich nicht in relevantem Maße zur Existenzsicherung beitragen. Gleichzeitig würde sie aber eben in vielen Fällen verhindern, dass der Künstler schnell bekannt werden kann. Das moderne Künstlerbild ist etwas relativ Neues. Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein regierte die Auftragskunst. Und natürlich wünschen wir keiner Künstlerin und keinem Künstler, dass ihre oder seine Kunst brotlos bleibe. Und natürlich wissen wir, dass der Kunstmarkt seinen eigenen, oftmals auch nur schwer nachvollziehbaren Gesetzmäßigkeiten folgt. Das ist bisweilen vielleicht auch schmerzhaft. Gleichwohl halten wir
den mit dem Antrag gemachten Vorschlag nicht für zielführend. Wir werden den Antrag natürlich weiter beraten, aber wahrscheinlich nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese Diskussion soll